Dirk Dufner, den Sportdirektor des SC Freiburg, sieht man dieser Tage recht selten am Trainingsplatz. Wo halten Sie sich auf den ganzen Tag? Ich habe ja andere Aufgaben und die bestehen momentan darin, dass wir für den einen oder anderen Spieler Vereine suchen. Und das ist sehr zeitintensiv und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir mit den betreffenden Vereinen, die Interesse haben, verhandeln und wo natürlich dann auch die Spieler einmal mit dem Verein, der Interesse hat, einverstanden sein müssen und natürlich dann auch mit den finanziellen Möglichkeiten. Und das ist immer ein bisschen zäh, das alles zusammenzubringen und erst wenn alles stimmt, dann kann man es auch umsetzen. Und das ist jetzt gerade die Phase und die ist sehr mühsam und da bin ich eigentlich den ganzen Tag am Telefonieren. Wie viele Stunden am Tag haben Sie das Handy bzw. das Telefon am Ohr? Das kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber gefühlt eigentlich den ganzen Tag. Können Sie uns über konkrete Fortschritte oder konkrete Ergebnisse etwas sagen? Das ist ja bekanntermaßen im Fußball immer ziemlich schwierig. Man hat manchmal das Gefühl, man steht kurz vor der Unterschrift und dann geht ein Deal dann doch wieder kaputt. Und beim anderen sagt man sich, ja, sieht nicht ganz so gut aus und am nächsten Tag ist der Vertrag unterschrieben. Im Fußball ist es wahnsinnig schwer, Wasserstandsmeldungen abzugeben, weil sich alles von einem Tag auf den anderen wieder ändern kann. Deswegen kann man wirklich erst definitiv von einem erfolgreichen Abschluss sprechen, wenn es unterschrieben ist. Um welche Spieler handelt es sich, die Sie gerne abgeben wollen? Gut, es ist ja bekannt, dass, dass wir bei Garra den Bele nach einer Lösung suchen, beim Ivan Santini, Beck Ferrati und eventuell auch für den Anton Puzilla. Dass wir nicht alle vier abgeben wollen müssen, ist klar, aber dass aus den vier, wenn dann zwei abgegeben werden, wäre das sicherlich gut, wenn es drei werden, auch. Es geisterten jetzt auch Meldungen durch die Medien, Erik Jendrisek sei von 1860 München umworben. Wie ist da Stand der Dinge? Erik ist ein Stück weit anders. Erik kommt ja auch immer regelmäßig noch zu Einsätzen und das ist kein Spieler, den wir, wo wir Druck haben, ihn abgeben zu müssen. Da ist ganz klar mit ihm auch so besprochen, wenn er einen Verein hat, wo er sagt, da möchte ich gerne hingehen und der Verein für ihn auch eine gewisse Entschädigung bezahlt, dann setzen wir uns damit auseinander. 60 ist sicherlich ein interessierter Verein, aber wenn man jetzt in den Zeitungen nachliest, was da in den letzten Tagen wieder mit dem Investor an Problemen herrscht, dann weiß ich nicht, inwieweit die selbst wissen, was sie für einen Spieler investieren können oder auch nicht. Wir haben jetzt über potenzielle Abgänge gesprochen. Ist denn auch im Gespräch vielleicht den einen oder anderen Spieler noch dazu zu holen? Klar, immer gerne, vor allen Dingen eben auch perspektivisch, aber das Hauptaugenmerk liegt momentan, weil der Trainer natürlich auch mit einem vernünftigen Umfang im Kader trainieren möchte, dass wir erstmal Spieler abgeben, bevor wir noch welche dazu holen. Der umgekehrte Weg ist der VfL Wolfsburg, den wollen wir nicht einschlagen und dementsprechend geht es jetzt erstmal darum, den einen oder anderen Spieler abzugeben, haben aber sicherlich im Hinterkopf und im Auge auch potenziellen Neuzugang, ein oder zwei, muss man schauen, ob uns das dann gelingt, in Kombination eben mit den Abgängen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir noch was machen. Für die Offensive spielt die Verletzung von Sebastian Freis bei den Überlegungen eine Rolle? Das spielt sicherlich auch eine Rolle, wobei wir da auch aus dem Kader heraus Lösungen finden können, aber dass wir dann auf der einen oder anderen Position, vielleicht wenn noch eine Verletzung dazukommt, ein bisschen schwach besetzt sind, das haben wir im Hinterkopf und wenn es da eine vernünftige Lösung gibt, dann werden wir dran arbeiten. Okay. Vielen Dank.